Haben Sie in Ihrer Gruppe spezielle Regeln oder ein Motto? Nein, keine Regeln. Chaos, Anarchie oder besser gesagt, bei uns geht es demokratisch zu. Jeder hat die gleichen Rechte, keiner ist privilegiert. Nicht wie früher. Nicht wie früher, ja. Vor 50 Jahren, wo sich irgendein berühmter Solist drei subalterne Musiker holte, um mit denen Quartett zu spielen. Heute geht das wirklich alles etwas demokratischer zu. Wir haben vor einigen Jahren ein Konzert für den damaligen deutschen Bundespräsidenten gespielt und zum Abschied hat er uns gewünscht, dass wir es alle einmal zum Dirigenten bringen würden. Und jetzt können Sie vielleicht ein Quartett sein, wo vier Dirigenten sitzen. Jeder dirigiert sich selbst. Nun, möchte ich über das Programm von heute ein paar Fragen stellen. Sie spielen Stücke von Beethoven und Schubert. Beide sind Werke von Wiener Klassikern, aber grundsätzlich verschiedene Werke. Haben Sie besondere Gründe zu dieser Programmwahl? Ja, ich glaube, ein Hauptgrund ist der, dass eben gerade diese Stücke von Beethoven und von Schubert, oder besser gesagt die Spätwerke dieser beiden Komponisten, besonders berühmt geworden sind, ob ihrer Qualität und ihres Inhalts. Und uns deshalb vorschwebte, diese späten Stücke dieser Komponisten gegeneinander zu stellen. Vor allem, weil sie auch sehr verschieden sind. Mhm. Beethoven tendiert mit seinen späten Quartetten mehr ins Metaphysische hinein und Schubert ist eigentlich mehr der Romantik verhaftet, was sich dann auch in dem Thema des zweiten Satzes des Schubert-Quartetts dokumentiert. Zuerst über das Quartett von Beethoven. Das heißt, das Streichquartett Opus 130 möchte ich Folgendes wissen. Als diese Musik uraufgeführt wurde, war der sechste Satz nicht gleich, wie er heute gespielt wird. Der letzte Satz war damals die sogenannte große Fuge, Opus 133 von heute. Aber Sie spielen heute Beethoven wie eine Uraufführung. Spielen Sie Beethoven Opus 130 öfters so und aus welchen Gründen? Ja, wir lieben es sehr, das Stück, dieses Stück von Beethoven in der Originalfassung zu spielen, weil es eben auch sehr große thematische Zusammenhänge gibt zwischen der großen Fuge und den Sätzen, die vorher gespielt wurden. Und zu seiner Zeit stieß die große Fuge auf völliges Unverständnis bei Beethovens Freunden, beim Verleger. Und Beethoven hat sich dann auf Rat des Verlegers und seiner Freunde entschlossen, die Fuge von dem Opus 130 abzutrennen und sie als eigenständiges Werk unter der Bezeichnung Opus 133 herauszugeben und dann ein Finale nachzukomponieren, was etwas gefälliger wirkt auf den ersten, aufs erste Hören hin, was aber gar nicht gefälliger ist, was auch seine Ecken und Kanten hat. Also, aber wie gesagt, wir lieben es sehr, dieses Stück in seiner Originalfassung zu spielen. Nun über das andere Stück von Schubert, Der Tod und das Mädchen. Im zweiten Satz des D-Moll-Quartetts ist das Thema die Begleitungsmelodie von seinem gleichnamigen Lied. Würden Sie uns bitte dieses Schubert-Werk aus Ihrer Sicht vorstellen? Ich glaube, das muss man etwas differenzieren. Als Begleitung kann man das Thema nicht bezeichnen. Das ursprüngliche Lied von Schubert besteht aus zwei verschiedenen Teilen. Zuerst singt das Mädchen, vorüber, ach vorüber, geh wilder Knochenmann. Und dann antwortet der Tod darauf, gib deine Hand, du schön und zart Gebild, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Und das ist das Thema dieses Variationssatzes. Also es ist keine Begleitung.
Und übrigens, für welche Epoche und für welchen Komponisten interessiert sich Ihre Gruppe am meisten? Ich würde sagen, immer für die wir gerade spielen oder für den Komponisten, den wir gerade spielen. Ich wollte damit nur sagen, wir haben keinen ausgesprochenen Lieblingskomponisten. Unsere Standardprogramme sind eigentlich gemischt. Am liebsten spielen wir einen Klassiker, vielleicht einen modernen in der Mitte und zum Schluss einen Romantiker. Aber man sollte schon sagen, dass das besonders das klassisch-romantische Repertoire so der zentrale Punkt unserer Programmgestaltung ist. Zumindest geworden ist. Naja, ich meine, Beethoven nimmt natürlich schon einen zentralen, ist schon ein zentraler Punkt in unserem Repertoire. Was haben Sie für Ihre Gruppe für Zukunftsambitionen? Ich würde sagen, noch recht lange weiterzuspielen, nachdem wir schon 25 Jahre zusammen bewerkstelligen. Und? Ja, und es gibt bestimmte Stücke, die wir bisher in unserer Schallplattenproduktion vernachlässigt haben. Wir würden also gerne auch reger aufnehmen, Hindemith. Dvořák haben wir auch noch überhaupt nicht aufgenommen. Also Janacek. Es gibt noch Janacek, ja. Es gibt noch Bartok. Es gibt noch viele Dinge. Wir haben bisher eben auch durch die Schallplattengesellschaft uns hauptsächlich auf das klassisch-romantische Repertoire konzentriert. Und das möchten wir jetzt also gerne ausweiten. Viel Glück für Ihre Zukunft. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke.